Einerseits warnt sie vor Kickl, auf der anderen Seite erklärt sie, Kickl würde die ÖVP kopieren. Also irgendwie verstehe ich es nicht. Also die ÖVP stellt sich hin und sagt, alles das, was Kickl fordert, ist Herbert im Wunderland. Um im zweiten Satz zu sagen, das Wunderland ist in Wahrheit kopiert von Karl Schmähammer. Sind Sie selbstkritisch? So, nein, es ist es ist in Wahrheit für die Österreichische Volkspartei eine sehr fatale Situation. Und die fatale Situation ist folgende. 9 Millionen Österreicherinnen und Österreicher wissen ganz genau, dass die ÖVP alles, was die FPÖ fordert, unterschreiben könnte. Alles, was die FPÖ will, mit der FPÖ in der Regierung umsetzen würde. Das heißt, das einzige Wahlmotiv der ÖVP an ihre Wähler und Funktionäre ist aber nur, bitte wählt uns dennoch, weil wir wollen unsere Funktionen behalten. Mhm. Und das ist eine ganz eine gefährliche Situation für die Österreichische Volkspartei, die in Wahrheit ihr einziges Wahlmotiv nur mehr auf den Machterhalt ihrer Funktionäre, Regierungsmitglieder, Ministersekretäre, Aufsichtsratsmitglieder, Vorstandsmitglieder fokussiert bzw. reduziert. Das heißt, die Österreichische Volkspartei, und das wissen wir in Niederösterreich, das wissen wir in Oberösterreich, in Salzburg, würde nonchalance jeden Punkt der Freiheitlichen Partei umsetzen. Und jetzt ist das Signal an die Wähler, quasi seitens der ÖVP, aber Kickl ist zu verteufeln. Und das gilt nicht, zumal die FPÖ sofort ohne Nehammer mit Kickl in ein Koalitionsbett springen würde. Und da gilt dann wieder für den Wähler Schmidt oder Schmiedl. Also ist der Schmidt in dieser Frage, auch was Inhalt betrifft, Herbert Kickl und die FPÖ. Ja.